Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, wo wir heute hoffentlich diesmal auf dem richtigen Weg sind. Ja, zwei Folgen, komplett in die falsche Richtung. Das war eine Glanzleistung von mir. Bin aus Versehen in einen Hauptspross reingefahren. Unser Team ist jetzt ein bisschen anders dadurch, dass wir hier letztes Mal zwei Folgen lang komplett in die falsche Richtung gefahren sind. Wir haben jetzt drei neue Pokémons bei uns im Team, einmal weil ich auch ein bisschen mehr Pokémons aus diesem Spiel haben will und nicht aus alten Spielen, habe ich jetzt mein Hauptteam mehr aus denen und Riolu einfach nur, weil ich die Riolu Lucario Pokémon richtig krass finde, beziehungsweise richtig geil. Sind so eine meiner Lieblings-Pokémon, deswegen wollte ich die eh dabei haben. Habe ich dich schon gefangen? Mehikel hat dich schon gefangen. War mir nicht sicher. Hier ist eine andere Kampfmusik als sonst. Los, Geosali, mach es fertig. Oh, Geosali hat was abbekommen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Mann, Shining, was kannst du eigentlich? Kannst nicht mal die richtigen Tasten drücken. Ja, ich bin vor kurzem hierher gezogen. Jetzt trete ich dir in deinem blauen Hintern. Kannst du mich wenigstens angucken, wenn ich mit dir rede? Dafür ziehen wir jetzt einen Vogel vom Himmel. Warum stehe ich jetzt auf einmal hier drüben? Los, Katapult, Geosali, mein Salz-Pokémon. Mach ihn salzig. Es lebt noch. Das ist halt mega effektiv bei fliegenden Gegnern. Dann können die auch vom Bodenattacken getroffen werden. Aber dadurch werden die Attacken trotzdem nicht sehr effektiv, die Bodenattacken. Aber ist eine nette Geste, dieser Attacke. Ich sollte mal eben kurz gucken, ob ich TMs habe, die ich Geosali geben kann. Ja, ich bin sehr stürmisch drauf. Eventuell muss ich mir demnächst mal wieder neue Pokébälle holen. Ich hätte ein paar Sonderbonbons, die will ich mir noch aufheben. Für später, weil später wird das richtig teuer alles. Nee, hab nichts für Geosali. Tut mir leid, mein Kleiner. Im besten Falle werden wir heute nicht massiv von anderen Pokémons abgelenkt, die ja einfach so in der Gegend rumstehen, wie zum Beispiel die da. Kann ich ja eben kurz von Lococo verprügeln lassen. Ein bisschen XP für meine Neuzugänge. Ein Kollege hat mich übrigens schon über die Kommentare spoilern wollen hier, dass der Arenaleiter, zu dem ich gerade hin will, eventuell zu stark für uns ist. Ist nicht gemein, solche Infos, aber ich finde sowas lieber gerne selber raus. Danke sehr. Auch wenn es nicht als Spoiler gemeint war, es ist ein Spoiler. Oh, da ist Mankey. Jetzt habe ich auch Feuer für Lococo. Hat Mankey verfehlt. Mir gefällt die Kampfmusik hier. Tja. Feuerwirbel ist echt eine schwache Attacke. Perfekt zum Fangen. Aua. Ich kann ruhig eine Runde chillen. Dann ist das Pokémon eher fangbereit. Ich lass Lococo einfach einen Trank schlucken. Oh ja, wie chillt sie mich? Wir verbrennen so lang. Los, Pokéball!
Wir schnappen uns ein Mankey. Ich sagte, wir schnappen uns ein Mankey. Ich hab nur noch den einen versucht, danach ist es tot. Komm, Mankey, in den Ball. Du willst es und du weißt es. Danke. Feuerwirbel ist riskant, auch wenn es kaum Schaden macht. Mankey, das Schweinsaffen-Pokémon. Auch wenn es in guter Stimmung ist, kann es wegen einer Kleinigkeit plötzlich ausrasten und ist daher gefürchtet. Nebenbei, was ich auch so nach dem Pokémon-Projekt vorhabe, einfach mal so ein Video, wo wir über die Pokédex-Einträge an sich mal reden. Ich muss das auch mal ein bisschen offscreen machen. Ist das ein Shellast? Ich glaube, das ist ein Shellast. Komm, machen wir auch mal einen Terra-Raid. Den gab es länger nicht. Ah nee, das ist nicht schließlich, das ist ein Knappel. Das Drachenapfel-Pokémon. Erstmal Feuerwirbel. Schaden ist Schaden. Kanon! Jetzt kommt der richtige Schaden. Habe ich irgendwas, das überhaupt gegen dich sehr effektiv ist? Wenigstens ist es am Verbrennen. So, jetzt müsste es besiegt sein. Nach der Folge gehe ich auf jeden Fall ein bisschen Geld farmen. Damit wir mal ein bisschen Pokebälle haben. Weil die gehen langsam wieder aus. Ich fange dich mit einem Pokeball. Da wirst du jetzt reingehören. Drin. Ich dachte halt wirklich, das wäre ein Shellast. Knapfe, das Apfelhaus-Pokémon. Dieses Pokémon lebt im Innern eines Apfels. Ohne diesen verliert sein Körper Flüssigkeit, wodurch es schwächer wird. Der Apfel selbst ist nicht das Pokémon. So, dafür lasse ich jetzt aber die anderen Viecher, die hier rumschwirren, in Ruhe. Andere Viecher beinhaltet nicht andere Trainer. Heißt du wirklich Silvester? Oh, ein Riolu. Dich kann ich einäschern. Das war easy. Ja, du musst noch ein bisschen trainieren. Muss ich aber ehrlich gesagt auch noch. Ich muss aufpassen. Man fährt immer wieder aus Versehen in so neue Viecher rein. Oh, dich wollte ich fangen eigentlich. Da erinnere ich mich noch. Dich wollte ich letztes Mal schon haben. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich dich nie umbringe. Gesagt, getan.
wollte es eigentlich fangen. Ist wieder ein neues Pokémon. Komplett neue Pokémon kann ich nicht ignorieren. Die müssen gefangen werden. Du bist doch definitiv ein Wasser-Pokémon. Du solltest Feuerwürfe überleben. Ich will jetzt nicht verletzen. Ich habe auch nichts gerade da, was ich jetzt außer im Ball werfen machen kann. Genau, bleib einfach drin. So, Noah, ich lasse dich vorlesen. Aber aus dem Pokédex und nicht jetzt hier. Blip, das Stromquappen-Pokémon. Durch den in seinem Körper gespeicherten Strom kann es schweben. Bei Gewittern schwebt es höher über dem Boden als gewöhnlich. Ja, wie komisch, Leute. Ich hatte mich aus Versehen gemutet gehabt und hatte vergessen, mich zu entmuten. Deswegen musste ich bis jetzt gerade, nachdem ich das eine Vieh gerade eben gefangen hatte, alles wegschmeißen. Aber ich kann euch ja noch mal aufklären, was ich eben kurz noch gemacht hatte. Wir hatten noch zwei neue Pokémons gefangen. Ich zeige die euch sofort. Entschuldigung, nicht zwei Pokémons, ein Pokémon, nämlich Schillinge, das Habanero-Pokémon. Die regionale Küche Paideas ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Schillinge zu Würzen verwendet werden. Mir hätte es viel leid getan, dass es zum Würzen verwendet wird, dass ihm da ständig die Zähne gezogen werden. Vor allem, wenn ich sehe, dass es kaum welche hat. Ja, und ansonsten bin ich hier hochgefahren und habe zwei Trainerkämpfe gemacht. Also es ist jetzt nicht besonders viel passiert, aber muss das halt trotzdem rausschneiden, weil ich gemutet war. Außerdem habe ich neue Pokebälle gekauft. Da ist was winzig Kleines. Bist du das, was ich gerade eben fangen wollte? Ja, komm her. So, in den Pokéball mit dir. So, jetzt haben wir auch Mikrik gefangen. Das Pokémon, was ich ja gerade eben schon fangen wollte und aus Versehen umgenietet hatte. Mikrik, das Heuschrecken-Pokémon. Im Kampf ist es darauf spezialisiert, mit Hilfe seiner Sprungkraft gegnerischen Angriffen auszuweichen und gleichzeitig Schaden auszuteilen. Sehr interessant. Ah, guck mal, da sehen wir auch, nach Spensidias kommt keine Weiterentwicklung mehr. Spensidias, dich werde ich dann ab hier dann jetzt auswechseln. Da du dich ja nicht mehr weiterentwickeln wirst und wir so mit kein neues Pokémon sehen würden. Ich würde sagen, wir nehmen dann stattdessen das Schillinge mit. Dann haben wir ein Pflanzen-Pokémon. Und auch was Neues. Also das ist so die Regel. Wenn die Pokémon sich nicht mehr weiterentwickeln können, dann nehme ich was Neues mit. Damit wir auch neue Pokémon sehen. Aber ich lasse sie natürlich zumindest so ein, zwei Kämpfe machen, bevor ich sie auswechsle. Also hier vorne ist ein Pokémon-Center. Da hatte ich meine Pokémon geheilt und halt wie gesagt neue Bälle gekauft. Und ich habe nebenbei gesehen, dass hier eine TM auf mich wartet. Die habe ich zum Glück noch nicht eingesammelt. Bevor ich den Fehler bemerkt hatte. Ja, und wie gesagt, da unten war ein Trainerkampf und hier war einer. Aber musste ich halt rausschneiden, weil ich halt gemutet war. Und so kein Ton von mir kam. Ich mute mich halt, wenn ich Noir oder Drim reden lasse. Und manchmal vergesse ich das wieder einzuschalten. Damit die Dame Bescheid wisst. Also ja, vom Weiten konnte ich schon erkennen, da wo wir durch müssen, um da hoch zu der Stadt zu kommen, ist eine Höhle. Das wird sehr spaßig. Da kommt die Menki-Armee. Den hier hatten wir auch bekämpft. Der hatte was aus einem vorherigen Spiel. So ein Echsen-Pokémon. Giftig. Heißt Molunk. Oh, ein Steinknochen. Ein bisschen Taschengeld. Ich werde erstmal gucken. Eventuell hier oben würde ich halt tatsächlich eine TM vermuten. Oder einen Gegner. Holen wir mal XP. Ja, es war so klar, dass hier oben eine TM ist.
Standpauke. Damit haben wir eine neue Pokémon-Attacke zum Craften. So, jetzt keinen Kampf mit der Mankey-Armee anzetteln. Okay, das Flugtaxi ist kostenlos für mich. Ich will nochmal erwähnen, über die Pokémon-Kämpfe habt ihr jetzt nicht so viel verpasst. Also die waren innerhalb von 2 Runden tot. Ein Schwert- und Schild-Flug-Pokémon. Ich weiß, dass du ein Stahl-Unlicht bist. Oder war es erst deine Nachentwicklung? Ich glaube, es war erst die Nachentwicklung, die auch noch Stahl war. Warum lasse ich nicht mein Geosali kämpfen? Das ist doch perfekt für den Kampf. Yolu hat ein Level up. Krevaluru. Oh, Schlingel. Hat Schaden. Los, Riolu. Oh nee, das ist ein Vogel. Ich habe an ein anderes Pokémon gedacht. Los, Geosali. Ich habe da noch gar keine Attacke eingesetzt bisher. Ich bin ein Gesteins-Pokémon, das funktioniert nicht. Auf dem Boden mit dir. Jetzt funktioniert Lehmschuss. Ist halt nicht effektiv, weil es eigentlich ja sonst nicht treffen sollte. So, nochmal Katapult. Wollte nur, dass es weniger trifft. Jetzt hör mal auf, mich zu verhöhnen. Ich gebe dir eine Kopfnuss. Das war ein interessanter neuer Vogel. Ja, Level 20, Eisenabwehr. Bringt mir mehr als Steinpolitur. Ich bin eindeutig ein Trainer. 3200, ich bekämpfe ich gern nochmal. Hui. Ja, und wie gesagt, durch die Höhle da vorne gehen wir beim nächsten Mal. Dich machen wir noch fertig. Ich habe auf jeden Fall vor dem nächsten Mal noch mal ein bisschen zu trainieren. Eventuell ein bisschen Geld zu farmen, einfach damit wir ordentlich was an Pokébällen haben. Deswegen mache ich jetzt auch eine Terra-Kristallisierung, damit ich den Insta finische. Weil ich danach eh erstmal XP farmen gehe und genauso auch Geld. Ich trainiere dann auch alle anderen Pokémon so ein bisschen hoch. Ach, du lebst ja noch. Feuer, Baby. Hat verfehlt. Aber er ist auch nicht gut im Treffen. Dann halt einäschern. Sonntag? Ja, praktischer eigentlich als Wachstum. Zumindest wenn ich meinen Lokroko stärken will. Bei Feuerattacken werden Stärke bei Sonden. Ne? Die
Ja, hier wartet die Mehikill-Armee, die jetzt ein bisschen Dresche bezieht. So, habt ihr hinbekommen. Da gehen wir beim nächsten Mal rein. Ich sehe da schon was mega Interessantes am Eingang. Mega aggressives Menki. Da steht definitiv ein neues Pokémon. Also zumindest eins, das wir noch nicht hatten. So. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal für heute Schluss. Was wir noch machen könnten, ist mal eben kurz onscreen mal die EP-Bonbons verwerten. Die müssten hier sein. Dann können wir die beiden mal ein bisschen stärken. Ja, so, jetzt sind die noch mal ein bisschen höher vom Level. Ja, Leute, wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.